Ey, Leute, die überkrasse Enthüllung von Auf Level. Es ist passiert. Man muss an der Stelle sagen, es hat sämtliche Erwartungen noch übertroffen. Tagelang posteten die namenhaftesten Rapper unseres Landes Auf-Level-Beiträge. Auf-Level wurde gepusht ohne Ende. Es gab Spekulationen über Spekulationen. Hat Deutschrap endlich zusammengefunden? Ist es ein Feature aller Rapper gemeinsam? So ähnlich wie auf 30, 11, 80. Ist es vielleicht ein Kollabo-Album all dieser Rapper mit, was weiß ich, 20, 30 Songs? Und der Producer könnte vielleicht sogar Raf Kamoa sein, welcher sich aus dem aktiven Rap-Business zurückziehen wollte, um Producer zu werden oder zu bleiben oder wie auch immer. Handelt es sich um einen Newcomer? Oder könnte sogar das Comeback von Shindy oder UFO sein? Nein, meine Freunde, alles weit gefehlt. Aber wollen wir mal auf eure Kommentare eingehen, denn ich reacte momentan irgendwie nicht mehr auf Videos, sondern nur noch auf Kommentare. Ich hebe das Reaction-Game in eine ganz andere Dimension. Denn es ist an der Zeit, meine Freunde, dass es Real Talk gibt, der Rapper zum Weinen bringt. In der Community Edition. Also, Bushido selbst postete wenig später, nachdem bekannt war, es wird ein Amazon Music Streaming Service geben, welcher übrigens noch extra kostet. Selbst für Prime-Mitglieder. Der Scooter Junge ist ab sofort am Start. Jetzt die neue Level-Playlist auf Amazon Music streamen. Checkt die Songs von meinen Brüdern Kapi, Samra und mir nur auf Level. Hashtag Egiot ist die Gang. 355 Kommentare. Und der mit den meisten Likes ist der erste von Cas Nation. Ich bin der Dislike-Button. Fast 500 Daumen nach oben bzw. Herzen. Die schlimmste Promo 2018. Reicht doch schon, dass man für Spotify zahlt. Ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. Ich bin der Bruder, muss los, Button. Schade, dass du bei so einer Promo mitmachst. Fette Enttäuschung wie ein Ali-Boomer-Album. Fußballherzen schreibt Enttäuschung. Enttäuscht sein Vater. Sehr enttäuscht von dir, Bushido, sehr enttäuscht und ich rede als ein sehr treuer Fan. Glaub mir. Dein Ernst? Ich bin auch nicht wegen Geld gegangen, sagte er und lacht sich tot. Dafür der Aufstand? Lächerlich. Die Gier der Menschen. Enttäuschung pur, reine Geldmacherei. Exklusiv am Amazon? Wie viel wurde gezahlt, ist die Frage. War so gehypt und dann so ein Scheiß, der wieder Geld kostet, unter anderem 1000 Streaming-Plattformen. Es werden so viele das Zeug illegal irgendwo herziehen. Macht doch mal was für die Fans. Kostenlos zum Beispiel. All die Deutschrapper, die damit machen, haben gerade ihre Realness verloren. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Räudiges Benehmen wird man später häufiger noch sehen. Bushido sorgt für Hype mit Auf Level. Es wird gehatet, weil es nur eine Playlist und keine Tracks sind. Bushido sagt, es kommen exklusive Tracks nur dort, um die Gemüter zu besänftigen. Die Leute sind teilweise zufrieden. Naja, man hätte es nicht so hypen sollen. Warum kündigt man das so an, als hätten die eine neue Dönersorte erfunden? Wie alle haten nur, weil die keine 99 Pfennig haben. Ja und? Kann ja nicht jeder so gut verdienen wie du, Junge. Ich dachte, die hauen hier neue Tracks raus mit krassen Features und dann so ein Dreck. Hast du schon mal beim Orgasmus aufgehört zu wichsen? So fühlt sich das gerade an. Ja, also wollen wir das Ganze mal abkürzen. Ich muss ganz ehrlich sein und das hat man vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, ich kann die Enttäuschung absolut nachvollziehen. In meinen Augen ist es keine so schlechte Sache. Man bietet den Leuten mehr Content und ich bin auch froh darüber, dass Deutschrap jetzt so langsam, aber sicher so ein bisschen in die Höhen kommt, wo es eigentlich schon immer hin wollte. Ich gönne natürlich auch jedem Rapper, der dafür hart arbeitet, sein Geld. Aber muss man das dann deswegen so krass hypen, als ob da jetzt wirklich eine übelste Weltneuheit, ein übelst kranker Track oder ein übelst krankes Album oder irgendwas. Klar sind es jetzt vielleicht neue Songs, klar sind es vielleicht auch Exklusiv-Songs, obwohl heutzutage irgendwie nichts mehr exklusiv ist, weil es wird sowieso irgendwo 20.000 Mal illegal hochgeladen. Beziehungsweise runtergeladen. Aber ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen unnötig, das jetzt noch extra bezahlen zu müssen. Das würde ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil man kann doch dafür mit Prime und Prime Music oder wie es sich auch so immer schimpft, alleine werben. Das reicht doch schon. Das ist ja schon mehr Kohle, die man dadurch bezahlt. Wie der eine schon geschrieben hat, so, es tut auch nicht weh, jetzt mehr für Fans zu machen. Und damit meine ich nicht nur so halb hingerotzte Joker-Bra-Videos, auch wenn da einige ziemlich geil sind, aber darauf habe ich ja schon reagiert. Es ist halt immer noch Business. Und natürlich will man für Arbeit auch entlohnt werden. Aber ich kann eben auch die Seite verstehen, dass die Leute einfach gefrustet sind. Und dass man immer mehr das Gefühl bekommt, und das finde ich tatsächlich am bedenklichsten, dass der Rap sich immer mehr in diese Kommerzsache begibt.
anstatt wieder ein bisschen was für Realness zu tun. So, und da habe ich echt Angst, dass man jetzt komplett die Realness verliert. Ich würde jetzt nicht hier wieder einen Kommentar bestätigen, dass jetzt alle Rapper, die damit zu tun hatten, ihre Realness verloren haben. Es ist ein Move, den ich nicht so feiere. Aber jetzt gleich zu die Realness in dem Künstler deswegen abzuerkennen, finde ich ein bisschen zu krass. Ich meine, die Zeiten sind wohl langsam oder übel bei den gehyptesten Künstlern vorbei, dass man die für 20, 30 Euro irgendwo beim Konzert sehen kann. Ich meine, jüngstes Beispiel, falls ich das richtig mitbekommen habe und die Leute mir das wirklich richtig auch geschrieben haben, dass das Kappi-Konzert hier in Leipzig, welches ich leider verpasst habe, an die 80 Euro gekostet haben soll. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur von mehreren Leuten gehört. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es wirklich so ist. Das fände ich halt schon echt krass. Das sind schon wirklich so Rihanna, Jay-Z Preise irgendwie. Aber wir wollen das Ganze mal noch nicht zu früh verfluchen und ich gehe jetzt viel zu sehr ins Detail für die ganze Scheiße. Wir warten einfach mal ab, was da für ein Output kommt, ob sich dieser krass generierte Hype wirklich lohnt oder ob wir am Ende dann doch alle irgendwie feststellen müssen, dass unsere Lieblingsrapper wegen Geld gegangen sind. Ich hatte für Chosen vom Dealen einen großen Verdienst, am Novo verspielt. Und viele Brüder sind geboren im Krieg. Ist alles abhängig davon, was für Lose du ziehst. Entweder ohne 1 Cent oder Nobel Boutique. Und ich liste 187, doch war nie ohne mein Team. Jeder weiß es, Bruder, meine Wurzeln liegen in Berlin. Ja, sie könnten alle kommen, doch die würden niemals fliehen. Das ist gegen die Natur, Dick.